herzlich willkommen zu einem neuen Push-Dance-Video aus der Halle 77. Heute mit einer ganz anderen Umgebung hier in unserem Büro, ne? Ja. Es ist größer geworden. Man sieht auf einmal drei, aktuell noch zweieinhalb Sitzplätze, weil es fehlt ja noch ein Sitzplatz. Aber ich kann euch sagen, unser Team Media ist schon gewachsen. Viele von euch werden jetzt sagen, die sitzen ja hier drei wie auf der Stange. Mhm. Aber ich habe die Jungs gefragt, alle sind miteinander glücklich. Alle haben gesagt, das ist gut und man kann sich so auch absprechen. Die haben alle ihren Sicherheitsabstand von 1,50 Meter, alles easy. Und der Raum wird jetzt auch klimatisiert. Das haben wir mittlerweile auch umgebaut, dass die Abluft nach draußen geht, nicht durch die Tür. Und wie ihr seht, haben wir unser Büro, also zumindest meine Seite, habe ich da mal ein bisschen aufgeräumt und ein bisschen komprimiert, dass es hier nicht ganz so viele Unordnung gibt. So, das zum Thema Büro. Was ich aber auch mal erwähnen möchte, ist ein ganz wichtiger Aspekt, den habe ich oft schon nur Instagram und Facebook gesagt. Thema Aufkleber auf euren Fahrzeug oder eure Anziehsachen. Ich möchte euch jetzt nicht vorschreiben, was ihr auf eurem Auto klebt oder was ihr anzieht, aber es gibt ein großes Aber. Sollten da politische Äußerungen drauf sein, wie Schriftzüge, die oft über Auspuffanlagen stehen oder gar irgendwelche Kreuzchen oder irgendwelche, ihr wisst genau, was ich meine, oder irgendwelche Klamotten, die in eine Richtung hinweisen, bitte überlegt euch gut, ob ihr das macht, weil wir können nicht immer alles rausschneiden oder rauspixeln oder gar irgendwie entfernen. Sollte das so sein, löscht YouTube diese politische Meinung und das ganze Video ist futsch. Das heißt, dein Auto, wo du dich drüber gefreut hast, ist einfach weg. Und gleichzeitig von vielleicht 10 anderen Leuten auch die Autos. Und darauf können wir keine Rücksicht nehmen. Oder wir müssen dich ganz direkt rausschneiden. Und das wollen wir nicht, also versucht bitte darauf zu achten, was klebt auf meinem Auto. Irgendeine Gesinnung habe oder irgendeiner Meinung bin, das so zu schreiben, klebt ab, macht es ab oder lasst auch die Klamotten dazu einfach aus. Also ich glaube, das ist klar und deutlich verständlich. Ich möchte nur euch schützen, dass euer Video weiter online bleibt, weil ich kann mich daran erinnern, in der Rückzeit, zwei Videos sind weg, ne? Genau. Zwei Videos sind von der Plattform verschwunden, nicht weil wir sie gelöscht haben, sondern weil YouTube gesagt hat, kritischer Inhalt, und es ist gelöscht. Können wir nichts zu ändern und neu hochladen und das rausschneiden tun wir auch nicht, weil das wäre doppelte Arbeit für uns. So, jetzt würde ich sagen, gehen wir runter, Svenny. Jo. Micha ist ja noch im Urlaub, ne? Mhm. Wir haben noch, nächste Woche machen wir auch noch, ne? Mit, ja. Ohne Micha. Richtig. Kriegst du das alles gut im Moment gebacken? Das kriegen wir hin, ja. Bist du stark unter Stress? Nö. Also du bist immer noch glücklich und zufrieden hier. Ich habe brutal viel zu tun, aber Stress würde ich es jetzt nicht unbedingt nennen. Es macht einfach Spaß aktuell. Das freut mich zu hören. Das heißt, wir gehen zum ersten Auto und das ist... Was für ein Auto? Ich schätze, einer von den Gölfen vielleicht? Korrekt, dann gehen wir hin. Kurzer Blick aus der Werkstatt. Es gibt eine neue Wasserlieferung. Mhm. Und wir lassen auch mal einen ganz kleinen Einblick zu einem neuen Auto, wo noch kein Nichtmals-Video angefangen ist. Wir haben noch nicht mal was zu gemacht. Guck mal, das zeigen wir euch jetzt schon. Es hat sich ein T4 Business VR6 hier in verirrt. Interessantes Schriftstückmaterial haben wir dazu gefunden, was schon über, boah, ich glaube, 15 Jahre her ist, ne? Ja, aber verrat nicht zu viel, Marco. Okay, verrat nicht zu viel. Stimmt, du pixelst mich wieder ein, ne? Nein, diesmal nicht. Kriegen wir Wasser? Ja, ne? Ja. Guten Morgen. Morgen. Wir fangen an mit, jetzt muss ich selber gucken, mit GO 216. Das ist meiner. Das ist deiner. Komm, wir gehen mal zum Auto und du erzählst uns mal ein bisschen was. Ja, Komplettumbau, ABF-Motor drin, soll seine 150 PS haben, Motor wurde komplett überholt, erste Übermaß gebohrt, 83,5, Viseco-Kolben, Kurbeltrieb komplett feingewuchtet, da ist schon ein bisschen Geld eingeflossen. ABF-Motor bedeutet für die Leute, die jetzt den Kennbuchstaben nicht im Kopf haben, Golf 3, 2 Liter, 16V-Motor, genau. 110 kW, 150 PS. Ist der Steuergerät-Chip Serie oder ist ein Garlock-Chip drauf? Nee, Serie. Oh, also die 90% der Golfe mit dem ABF-Motor, die wir gemessen haben, haben alle einen Garlock-Chip drin. Und der ist Serie, aber Übermaß gebohrt. Sprich, genau. Du hast etwas größere Kolben, einen dezenten Hubraum-Erweiterung, sag ich mal. Ansonsten, was kannst du uns noch zum Auto erzählen? Fahrwerk ist drin, sehen? Ja, KW, V1-Fahrwerk. Ja. Digifiz-Tacho, Senderfelgen. Ich wollte gerade sagen, Sven, hast du die Felgen schon mal gesehen? Nee. Das ist so eigentlich eine Felge, kann man sagen, aus der 90er. Ne? Ja. Also die Felge sehr selten auf dem Golf. Ich glaube, sie war ursprünglich für einen BMW gemacht. Bin mir aber nicht sicher. Die gab es ja auch in mehreren ET-Zahlen. Richtig. Aber die gibt es auch in ET0. Und das ist jetzt das ET ist 20? 20, ja. 150 PS, sagst du, sollte er haben? Ja, ich würde sagen, da schnacken wir gar nicht lang. Fahren wir auf den Prüfstand und gucken mal, was er drückt. Richtig. Das Digifiz ist aber auch echt ein geiles Gimmick, ne? Oh ja, ich liebe es. Es ist wirklich toll im Golf 2. Im Golf 2 sieht man es echt äußerst selten. Weiß gar nicht, würde mich mal interessieren, was wird sowas mittlerweile gebraucht gehandelt? Und
Ich glaube, man konnte es relativ einfach nachrüsten. Aber verbessert mich, wenn ich falsch liege. Aber ich glaube, ist es der heilige Gral für einen Golf 2-Fahrer? Würde ich gerne mal von euch wissen. Ich finde es geil. So, wir messen jetzt aber das Auto. 150 PS sollen anliegen. Ich finde, wir haben ja schon wirklich viel Golf 2 gehabt, ne? Mhm. Aber irgendwie gibt es immer was Neues zu entdecken, ne? Es gibt halt unfassbar viele Umbauten, ne? Ja, es gibt halt nicht immer so dieses 0815 gleich oder alle haben das Gleiche, sondern es ist immer wieder was Neues. Ja. Als allererstes, Lenkrad neu beledert. Ist ja jetzt nicht so, dass man sagen muss, so, okay, was machst du denn jetzt, Marco, was erzählst du da? Jeder kann Lenkrad neu beledern. Aber guck mal hier, diese Ausbuchtung. Zu dem relativ stupiden Lenkrad finde ich gar nicht schlecht. Ja. Digifiz ist eine 1 inklusive Sternchen. Auf ich muss Fall. Fast sagen, von den ganzen Digifiz-Tachos, sei es Urquattro, sei es Kadett E, GSI 16V, also Opel Senator zum Beispiel, da muss ich sagen, Opel Senator, vielleicht findest du eine Abbildung. Das Tacho sieht auch endgeil aus als Digifiz, aber so in kompakter Form mit diesen geilen großen Drehzahnmesser gefällt mir das hier fast am besten. Innenausstattungsmäßig, letzten Prüfstandsvideo habe ich es gesagt, erinnerst du dich, woher die sind? Entweder Lupo oder Golf, ne? Genau, krass, ne? Und die Mittelkonsole, das weiß ich nicht mehr. Früher habe ich auch so eine gehabt mit dem Ablagefach nach oben, die kam ein bisschen raus. Mhm. Ich glaube, auch eine ganz seltene Mittelkonsole. Das sind so Kleinigkeiten, die du in dem Auto entdeckst. Ja. Und dann wiederfindest. Wie heißt denn der Kollege, weißt du das? Ist das nicht Elmo? Oh, da ist. Ui. Elmo guckt von vorne und hinten. Ja. Aber du weißt wenigstens, wer das ist. Ja. Krümelmonster war blau. Richtig, genau. Für Kekse! Das könnte ich sein, ne? Das könnte ich will Frikadellen! Sein. Was ist denn so deine Speise? Wieder das Steak, das Schnitzel und die Frikadelle. Schnitzel, Frikadelle, Steak. Schnitzel? Frikadelle, Steak. Ja. Krass. Also ähnlich wie ich. Bei mir ist nur die Frikadelle noch vorm Schnitzel. Jetzt genug zum Thema Essen und Elmo. Wir gehen auf den Tacho und messen in den vierten Gang den 2 Liter 16V. Ah, der Tacho ist es. Ich guck mal allein, wie filigran. Ich finde das, für mich ist das filigran, wie toll das aussieht mit dem Drehzahlsprüngen. Wir beginnen bei 1500 Vollgas. Und gleich, wenn das so hoch geht in den roten Bereich, das sieht einfach geil aus, aber ich finde, man erschreckt sich und will dann aber auch schalten. Ja. Also auch von der Geräuschkulisse her sagt man, der Motor so, ah, der schreit um Hilfe. Also ich finde, der hier wird sehr dominant laut bei 6000. Mhm. Und ich meine auch im Rückspiegel zu sehen, dass so ein bisschen Dunst hinten rauskam. Ja. Ist natürlich auch klar, wenn der Motor nicht oft dahin gedreht wird, setzen sich die Ablagerungen von den Ventilen, die oben auf den Kolben sitzen, so ein bisschen ab und werden durch den Auspuff ausgestoßen. Das ist halt das, was sich so absetzt. Oder auch im Abgaskrümmer. Weißt du, was ich meine? Diese Kruste, die sich da so ein bisschen bildet, das wird dann hinten rausgeschossen. Wenn man so ein Auto nur Feuer gibt, macht er das selten. Also ist auch eher so ein Zeichen, wenn man mal nicht so viel in diesen Drehzahlen sich bewegt. 150 PS soll der Motor haben. Wir haben ganz oft gemessen, haben diese 147, so wie unser 1er Golf. Oder 150. Jetzt wollen wir mal gucken, was der ohne Softwareveränderung an Leistung bringt. So. Guck mal, das ist schon mal nicht schlecht. Und guck mal, wo die höchste Leistung ist. Da, wo der Motor sich am komischsten anhört, wo man sagt, Mensch, Marco, so hoch hättest du auch gar nicht drehen müssen. Mhm. Doch, muss ich. Newtonmeter stabil von 2500 bis fast 7000 auf einer Linie. Ja. Dieses Auto fährt auf der Straße absolut geil, beschleunigt sauber hoch und ist in jeder Lebenslage irgendwie zügig. Natürlich am zügigsten im oberen Drehzahlbereich, aber er läuft auch untenrum bei 2500 Drehungen. Kraftvoll vorwärts. Hast du schon was mitbekommen? Soll wohl gut sein. Ja, läuft gut, das kann ich bestätigen. 150 PS, ne? Mhm. Steuergerät Serie, ich frage nochmal. Steuergerät Serie, ja. Nur der Motor wurde halt komplett überholt mit 83,5 Kolben. Okay, aber keine anderen Nockenwellen, keine andere Abgasfächerkümmer oder sowas dran? Doch, Fächerkümmer, aber TH taugt nichts. Das habe ich auch noch nicht gehört. 160 PS, ui. 185 Newtonmeter, ganz saubere Kurve. Also geil. Von den ABF-Motoren,
wo Seriennockenwellen drin sind, bis jetzt der stärkste, den ich hier gemessen habe. Top. Und auch echt geile, saubere Leistungskurve. Er hat so ein bisschen Müll hinten rausgeworfen, habe ich gesehen bei hoher Drehzahl. Drehst du ihn oft sehr hoch oder fährst du ihn erst Move? Ab und an auch mal. Wie hoch drehst du ihn denn, wenn? Ich habe letzte Woche einmal geguckt, wie weit der vierte Gang geht. Und? Um zu testen, ob er sich auch aushält. Okay. ja, wie gesagt, ich habe ihn bis 7 gedreht. Mhm. Also, sobald der Motor ins Rote dreht, hört er sich auch sehr rau an. Ich aber bei 6,5 war ich höchstens. Ja, aber dabei, du hast bei 6, 7 aber deine höchste Leistung. Mhm. Also, du schaltest dann quasi vor deiner höchsten Leistung. 6734 Umdrehungen hast du deine höchste Leistung. Geiles Teil, läuft echt gut. Danke. Ihr habt ja jetzt noch einen Golf mitgebracht. Gehört die beiden zusammen? Ja. Eine Halle, eine Schrauberhalle. Eine Schrauberhalle. Erwartet uns der gleiche Motor? Das frage ich schon mal vorweg. Nein. Nein, okay. Dann holen wir jetzt den anderen Golf. Kein 16V? Soundmäßig kann ich den Motor gar nicht einstufen, weil hier auch keine Zusatzanzeigen drin sind. Aber ich vermute einfach der Turbo, weil der Schaltknauf erinnert mich stark an Golf. Hier. Ja, am besten wir fragen mal direkt nach, was sich hier drin verbirgt. Jetzt hast du ja gerade, oder jetzt siehst du ja den Unterschied zwischen der breiten Stoßstange, Golf GL oder den Standard-Stoßstange. Was gefällt dir persönlich besser? Ich glaube GL. Das ist die neueste Version, das ist halt quasi, ich glaube, aber 91, glaube ich, oder 91 kamen dann die GL-Stoßstangen, hießen sie. Damals Alarm, also ich habe auch umgerüstet. Heute bin ich mir gar nicht ganz sicher, ob ich die GL-Stoßstange geiler finde oder das. So, dann erzähl mal was zu deinem Golf. Ich habe den damals günstig gekauft. Das war eine Projektaufgabe für 100 Euro. War neu lackiert und der Besitzer hatte keine Lust, den mehr zusammenzubauen. Und dann hat er ihn abgestoßen billig. Da habe ich gesagt, gut, nehme ich halt. Dann war der Grundgedanke auch, 16V einzubauen, weil passt halt zum Auto. Dann kam das Problem mit dem Mengteiler, weil es war ein 9A-Motor, 2 Liter 16V. Der habe ich dann geärgert. Der ist alles wieder rausgeflogen. Ja, und dann habe ich mich doch entschieden, halt einen 1.8T einzubauen. Aus dem Golf 4? Ja. Der Schaltknauf hat es so ein bisschen für mich verraten, wo ich gesagt habe, daran liegt. Aber ich würde gerne mal zurückzukommen auf den Mengteiler. Was hat dich geärgert am Mengteiler? Also ich habe das eingebaut, habe angemacht, alles lief. Dann wollte ich ihn ausmachen, das ist einfach weitergelaufen, der ging gar nicht aus. Und dann musste ich mal die Benzinpumpe ziehen. So, und dann habe ich das auch wieder in den Griff gekriegt, dass er dann zumindest ausging. Aber dann nach 2 Wochen fing er nur an zu spucken, zu stottern, zu rappeln, alles nachgeguckt und so. Aber ich habe den Fehler einfach nicht gefunden. Und da habe ich auch gesagt, ich lasse mich nicht weiter ärgern, alles raus. Kennst du das hier vorher, Sven? Mengteiler, aber mittlerweile haben wir das Thema echt gut im Griff und ich bin zufrieden, dass wir es hinbekommen. 1.8T denn serienmäßig oder? Genau, das ist ein AGU mit 150 PS, aber halt durch den größeren Ladeluftkühler, weil ich musste ja was Passendes da einbauen. Wurde natürlich auch Software angepasst dann. Ja, also sollen wir ein bisschen mehr haben. Wie viel weißt du aber nicht? Oder du bist zufrieden mit der Fahrleistung? Läuft gut, ja. Wenn ihr beide aus einer Schrauberhalle kommt und man fährt ja so auf der Straße mal auch mal miteinander auf einer Autobahnauffahrt drauf, zieht der deutlich weg? Kommt drauf an, aus welchem Gang. Ja, natürlich, weil obwohl der Turbo ja auch Drehmoment untenrum hat, vermutlich, aber du merkst halt durch die Unterstützung, durch das Beatmen des Motors, wie man so schön sagt, merkt man schon, dass einfach mehr Wumms hinter. Ne? Also vorhin auf der Autobahn ist er weggezogen. Ja, zieht echt gut. Also ist alles Serie sonst, ne? Also ist nichts, auch nur TR-Tau, nichts Auspuffanlage, ne? So die Lieblingswörter, was ist das? Aber es wird ja oft über diese 2-Buchstaben-Firma gemeckert, aber eigentlich kaufen wir es doch alle, ne? Ja, aber die Passgenauigkeit ist... Ja, das ist krass. Also muss ich zugeben, fahrwerksmäßig teilweise, es ist nicht das Beste, aber zum Beispiel, wir haben es für dich Verstoßdämpfer gekauft und sei ehrlich, den Zweck, den wir haben wollten, das Auto hinten ein Stück höher zu machen und für das Geld kannst du nicht viel erwarten, das ist einfach so. Ein Premium-Fahrwerk kostet, glaube ich, das 10-fache, kann man fast sagen. Mhm. Und das ist dann die Wahrheit. Aber du bist an sich zufrieden. Ja, ich wollte auch nur gucken, ob es dann wegen TÜV alles eingetragen kriegt, auch wegen der Haarzulassung und so. Das hat alles wunderbar geklappt. Ja, und jetzt brauche ich halt nochmal einen neuen Golf. Das ist zwar quasi nur mein Dummy und jetzt brauche ich nochmal richtig einen. Das Thema Haarzulassung und 1.8T-Umbau haben wir auch schon lange durchgekaut. Glaubt mir, es ist möglich und ihr seht, es ist auch an anderen Fahrzeugen möglich. Bei meinem 1.8T, ich habe es schon dreimal erklärt, aber innerhalb des 10-Jahres-Bereiches etc. pp. Hat das funktioniert. Ja, ich würde sagen, wir messen mal und gucken, was er an Leistung hat. Überraschendes Ergebnis für mich. Ich hätte jetzt mit was anderem gerechnet, aber naja. Also erst möchte ich erstmal auf was hier eingehen. Kennst du das, wenn du früher deine Freundin an so einen Schlüsselanhänger gemacht hast und dann deine Freundin immer mit dir trägst? Also habe ich nie gemacht, aber ich habe gehört, dass es Leute gibt, die das machen. Haben wir doch, das haben wir früher gemacht. Das macht man heute auch noch oft. Okay. Gibt es hier auch heute noch. Also, Micha? Ich weiß gar nicht, wie ich es dir sagen soll. Du bist halt von vielen Herzen.
Oh, guck mal, auf der anderen Seite nicht mal die Freundin, also andere Seite ist weiß. Ja. Hier wird der Micha geliebt. Aber sieht schon lustig aus hier so am... Das ist schon ein komisches Gefühl, wenn jemand so sein... Also wenn ich mir vorstelle, dass ich das jetzt wäre, dann würde ich mich schämen. Mir wäre es unangenehm, wenn mein Bild an einem Schlüssel hängt. Doch, das wäre mir unangenehm. Stell dir vor, du würdest dich hier drauf sehen. Wäre dir das Fenster komisch? Komisch auf jeden Fall. Ja, ja, ansonsten, was sehen wir hier? Auch wieder Golf 2 von innen. Hier ist es denn gerade übrigens im Originalzustand. Mhm. Und das Lustigste ist, eigentlich ist es gar nicht so lustig, weil hier muss der Besitzer bestimmt mal was nacharbeiten. Achte mal aufs Lenkrad, wenn ich die Kupplung trete. Bist du bereit? Mhm. Hä? Ach, ich glaube, da ist irgendwo, irgendwas muss da nochmal befestigt werden. Das ist nicht cool. Im ersten Moment habe ich mich ganz schön erschrocken. Muss wahrscheinlich nochmal was nachgearbeitet werden. Hier ist zum Beispiel die originale Mittelkonsole. Siehst du, hier kann man nichts drauflegen. Die andere kam mir weiter nach vorne und konnte was drauflegen. Ja, ansonsten, cooler Umbau. 1.8T haben wir gehört. Es wurde ja gesagt, Software angepasst. Jetzt frage ich mich, an was sie angepasst wurde. An das, zum Beispiel, wenn er Wegfahrsperre hatte, die Wegfahrsperre gemacht wurde, dass man vielleicht den Verbrauch senken möchte oder die Leistung auch steigern. Das, was ich bis jetzt gemerkt habe, ist eigentlich... nichts Wildes. Mal gucken, ob es dir auch auffällt, wenn wir jetzt hier gleich mal fahren. Wir beginnen die Messung auch so ungefähr bei 1500, so wie bei dem 16-Ventiler gerade und Vollgas. Aber fester drücken kann ich nicht. Fühlt sich jetzt erstmal gar nicht schlecht an, würde ich sagen, oder? Ganz saubere Linie. Aber unspektakulär, ne? Also ja. Du merkst hier keinen Boost, dass es reingeht oder obenrum stärker wird, sondern es läuft relativ monoton. Und wir haben ja gehört, dass dieser hier oben raus auf jeden Fall schneller ist auf der Autobahn. Und warum das so ist, gucken wir uns jetzt mal auf dem Diagramm. Wir fangen mal mit Test 1 an. Vielleicht hat sich bei Test 2 ja was verbessert. Guck mal, Test 1, sauber, ne? Mhm. Jetzt sagt ihr, ich kann ja gar nicht sein. Wieso soll der denn schneller sein? Er hat doch weniger Leistung. Mhm. Aber gucken wir mal, was er hat. Das Auto hat richtig mehr Drehmoment, weil es ein Turbomotor ist. Und die Leistung, wie man hier sieht, stagniert. Es läuft einfach immer gerade, es läuft immer gerade. Aber wenn wir aus dem Drehzahl Kellergas geben, haben wir deutlich mehr Drehmoment wie bei dem Sauger, wie beim 16V. Und deshalb ist das Auto bei gleicher oder ähnlicher Motorleistung deutlich schneller, weil es einfach deutlich mehr Drehmoment hat durch den Turbomotor. Oder das würde auch gehen, wenn wir jetzt hier einen 3,5 Liter Golf hätten als Sauger. Dann hätten wir auch mehr Drehmoment. Aber in dem Fall ist halt der Turbo hat die Nase vorne. Ich könnte mal schön zeigen, Sauger, Turbo. Und wir haben es gehört, der Turbo hat die Nase vorne, trotz weniger Leistung. Interessantes Ergebnis. Echt wirklich interessant. Denkst du, du hast mehr Leistung wie der 16V? Ist alles original, nur Software. Ich weiß nicht, was der gemacht hat. Wir haben gerade Softwareanpassung gesprochen. Softwareanpassung in Anspruch auf das andere Fahrzeug, sprich Wegfahrsperre entfernt oder auch Leistungssteigerung. Auch Leistungssteigerung. Dann bist du, glaube ich, enttäuscht. Das ist nicht schlimm. Was heißt enttäuscht, kannst du ja gar nicht sagen. Du hast 155 PS, 160 PS, 185 Newtonmeter im Top, 252 Newtonmeter im Top. Und deswegen ist dein Auto bedeutend schneller. Wirklich, in jedem Drehzahlband hast du immer mehr Drehmoment anliegen, aber weniger Leistung. Aber trotz alledem bist du schneller. Also das Auto ist, egal in welcher Lebenslage, wahrscheinlich immer schneller weg. In dem Falle sieht man, es liegt nicht an der Leistung, sondern eigentlich am Drehmoment. Und weil du einen Turbomotor hast, daran liegt das. Ansonsten ist mir was Unschönes aufgefallen, wenn man die Kupplung tritt. Warum bewegt sich das Lenkrad so? Ist dir das auch aufgefallen? Lenkrad bewegt sich beim Kupplung treten? Ja, das fühlt sich ein bisschen komisch an. Ansonsten, war sonst noch was, Sven? Sven lacht. Jein. Wir wundern uns. Früher hat man ja seine Freundin immer am Schlüssel gemacht. Ja, Michael ist meine Freundin. Ne? Nein, ich hab bei Murmeln gewonnen und da hat er mir einen Anhänger zugeschickt und dachte ich mir so, das wäre ganz lustig. Hätte aha, so läuft der Hase. Also nicht du hast das dir gekauft, sondern Michael hat es dir zugeschickt. Der hat es mir zugeschickt. Weil du beim Murmeln zugeschickt hast. Wie heißt du im Stream aber, Michael? Chaos MK2 Turbo. Dann weiß er jetzt auf jeden Fall im Stream, wer du bist. Ich danke euch beiden fürs Kommen. Coole Geschichte. Ich finde den Vergleich halt mal geil. Turbo versus da wir kein Video verpasst haben, sonst wollten wir uns nochmal recht herzlich bedanken für die ganzen Videos und auch für den ganzen Content. Also jetzt hätte ich vielleicht mit Mengteiler auch nochmal ein bisschen weiter gewusst. Ja, geil. Das ist geil. Kommt hoch in mein neues Büro. Können wir super an die Wand machen bei euch auf der Seite, ne? Mhm. Ja, super. Danke euch fürs Kommen. Und wie gesagt, spannendes Thema Sauger versus Turbo. Das war echt mal ein cooler Vergleich. Danke. Ja, wir danken auch. Tschüss. Ford Escort Cabriolet, ich glaube der fünften Serie, MK5.
Diese Autos kann ich mich zum Beispiel nicht als Cabrio direkt, aber zum Beispiel als Kombi oder als Limousine immer dran erinnern. Die sind auch gut gerne verkauft worden, also auch gern gekauft worden. Problem war immer hinten längsträger Rost, wo die älter wurden, war das halt ein riesen Problemthema Rost. Escort XR3 i. Fünfte Serie ist das, oder ist das die sechste? Siebte. Also der letzte quasi. Eieiei, wieso? Geisterstreiten sie sechste Facelift oder siebte, ich habe keine Ahnung, aber ich glaube siebte. So. Jetzt muss ich mir die Reihenfolge mal eben zusammenholen. SK1, 2, 3 ist klar, 3 haben wir selber, 4 ist der etwas neuere, 5 war der, den wir dann aus der Scheune gezogen haben. Genau, den hattet ihr mit den eckigen Rückleuchten. Ah, jetzt komme ich durcheinander. Und das ist dann 6 und dann sogar nochmal als Facelift, da streiten sich, ob es 7 gibt. Guck mal, so, da bin ich schon wieder beim Thema raus, was im Baujahr ist sowas? 96. Oh. Wann kam denn das Focus-Modell? War das nicht 16? Das ist ja der Vorgänger vom Focus 1 und der Focus kam ab 99. Was mir noch auf deinem Auto direkt auffällt, ist, mich leuchtet da so ein Autodoktoren-Aufkleber an. Tatsächlich war der schon bei den beiden, Was hatte der denn für ein Problem? Der hatte in der Warmlaufphase ein Ruckeln. Damals relativ viel gesucht und getauscht und schlussendlich war eine Einspritzdüse kaputt. Eine Einspritzdüse vom Zylinder, also vom einzelnen Zylinder? Zweiter, glaube ich. Ja. XR3i, das hatte 1,8 Liter 16V? Gibt es, aber das ist der kleine, ein 96 PS. Okay, also dieses ist eigentlich kein XR3i, doch, oder? Doch, tatsächlich gab es diesen Motor in diesem Auto, aber es ist die kleinere Motorisierung. Ah, okay, wusste ich auch nicht, dass es das gab. Bist du zufrieden mit deinem Auto denn jetzt nach der Reparatur? Ja, doch. Ist das dein Daily, den du jeden Tag fährst? Nee, das ist ja wegen Saisonkennzeichen reines Sommerauto. Ah, jetzt sehe ich es auch. Okay. Ja. Denkst du denn, er hat die 90 PS? Ich kann es schwer sagen, weil er ist sehr lang übersetzt. Endgeschwindigkeit so mit Ach und Krach, wenn überhaupt. Was ist da angegeben, Höchstgeschwindigkeit? Ich glaube knappe 180 oder sowas, aber der Tacho lügt halt auch extrem. Also ich hoffe, steht eine 8 davor. 88 PS würde ich mich drüber freuen. Einmal hattet ihr als Kombi den Wagen da stehen mit demselben Motor und der hat dann tatsächlich über 90 PS gelegen. Dann wollen wir mal gucken, ob das deine auch macht. Ja. Was mir immer wieder auffällt, ich dachte mal, ich hätte ein bisschen Ahnung von älteren Autos, aber man merkt, irgendwann ist auch so ein Kopf voll mit was merken. Zum Beispiel Escort MK7, habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Das war so ein Auto, was wir verkauft haben, wo ich ja gerade sagte, immer Rost hatte. Das ist mittlerweile die siebte Serie, ist noch nicht die fünfte. Schon alles irgendwie ausgeblendet. Das nächste, was mir an so einem Auto auffällt, das habe ich dem Micha mal früher gesagt, guck mal um Drehzahlmesser. Wie hoch kann ich den drehen? Wo ist mein roter Bereich? Gibt keinen so wirklich, oder? Keine. Keine mehr. Aber Ford hat das ganz oft, dass sie keinen roten Bereich haben. Einfach so, Drehzahlmesser war gerade da, passt in tausende verschiedene Modellen. Der eine kann bis 5, der andere bis 6, der andere bis 7 drehen. Machen wir einfach gar keinen roten Bereich, Hauptsache wir haben eine Anzeige drin. Weißt du, was ich meine? Ja. So wirkt das auf mich. Der Besitzer sagt ja, er ist sehr lang übersetzt und hofft, dass er auf über 80 PS kommt. Und was mir auffällt, wir gehen mal direkt in den vierten Gang rein. Er ist schon irgendwie eine tote Wurst. Also kann ich nicht anders sagen. Das Vollgas. So, und das beschleunigt so hoch. Aber für ein XR3i. Das hat alles der vierte Gang. Und guck mal, jetzt schon so. Hier bei 6000 aus dem Gas, weil ich sage, das machen wir nicht. Auf dem Tacho waren wir jetzt bei knapp über 180. In echt sind wir übrigens knapp 160 gefahren. 162. Also der Tacho geht oben raus schon fast 20 Klamotten vor. Für mich, ich verbinde immer mit XR3i, verbinde ich Sportlichkeit und verbinde ich einer der Top-Motorisierungen. Und hier, finde ich, geht der Flair so ein bisschen verloren. Du hast keinen roten Bereich, du hast keine besondere Soundkulisse. Der Motor dreht. Also für mich können sie da hinten auch draufschreiben 1,8i. Weißt du, fertig. So, das wird reichen, finde ich, als Typenbezeichnung. Ja, jetzt gucken wir mal, ob wir denn die Wunschleistung von 90 PS oder auch die 8 vorne erreicht haben. So, zweiter Test haben wir, mehr wie im ersten Test, aber 127 Newtonmeter ist jetzt kein Weltwunder für, ich glaube, 1,8 Liter habe ich ja gehört. Mhm. 1,8 oder 1,6? Ich meine 1,6, er sagt der kleine. Der stimmt nicht dramatisch viel, das ist auch nicht dramatisch viel, ist ja unter der Werksangabe. Aber läuft sauber, kein Ruckeln, ist halt, zieht nicht die Wurst vom Teller, meiner Meinung nach.
Zum Glück hat er die 8 vorne, aber du siehst ja echt im niedrigen 8er-Bereich, 83 PS, 127 Newtonmeter. Er fühlt sich so tot an, irgendwie so gequält der Motor. Ja, es ist halt jetzt ist kein Rennwagen, das ist so, ja. War es ein 1,6er oder ein 1,8er? 1,6er. 1,6er. Aber er soll 130 Newtonmeter haben, bei 3000 Umdrehungen, glaube ich. Ja, hat er. Er hat 127,8, also 128 Newton bei 3100 Umdrehungen. Also, er hat nah der Serienleistung, aber Ford fühlt sich, ich finde, dieses XR3i, wenn das da innen drauf gehört, finde ich irgendwie, es sollte ja eigentlich Sportlichkeit vermitteln. Kommen, ja. Genau, und ich finde, das vermittelt er irgendwie nicht so stark. Ja, schlussendlich zum Cruisen ist das okay. Wie hoch drehst du den immer? Weil du hast ja auch keinen roten Bereich. Ne, das stimmt. Die meiste Zeit schalte ich so bei 3, 3,5. Wenn es mal schneller gehen muss, bei 5. Genau, würde ich auch sagen. 5, 5 hast du die höchste Leistung, danach ja. Fällt es ab. Ich habe mir jetzt mal bis 6 gedreht, aber da hat er irgendwie nicht so richtig Lust drauf. Nee. Aber an sich läuft er gut, sauber und kannst damit zufrieden sein. Also Reparatur hat ja geglückt. Das sieht man am sauberen Ergebnis. Ja. Ich hoffe, du bist trotzdem zufrieden mit deiner Leistung. Ja, alles gut, wunderbar. Jetzt weiß ich mal, was so dran steht. Super, ich danke dir fürs Kommen. Opel Omega A Limousine als Automatik. Meistens waren das so 2 Liter NE-Motoren oder was auch immer. Ich meine, ich hätte aber gerade auf dem Zettel 125 PS gelesen. Und dann wäre es ein seltener Motor, wo wir jetzt mal drunter gucken. Weil wenn das drin ist, was ich vermute, wenn er 125 PS hat, könnte es das ein 2,4 Liter CIH-Motor sein. Und er ist es. Jeder Opel KDC-Fahrer, Manta B, Ascona B-Fahrer oder was auch immer in dem alten Opel-Bereich sagt sich jetzt, da ist er, mein Schlachtmotor. Diese Autos, musst du dir vorstellen, sind leider alle geschlachtet worden. Weißt du warum? Für den Motor? Weil das ist derselbe Motor, den der zum Beispiel der Ralf in seinem C-Kadett hat, aber als 2 Liter. Und nur im Omega und im Frontera, glaube ich, gab es den 2,4er. CIH-Motor als Einspritzer mit 125 PS. Aber wirklich, ich behaupte, jeder Omega, der ein bisschen Rost hatte, wurde direkt geschlachtet. Und dann war der Motor raus. Getriebe ist Automatik, von daher war dann damals eh schon geil, will ich keine Ahnung, das Ding schlachtet. Jetzt gehe ich mal zum Besitzer und mich interessiert, ob er Lust auf diesen Motor oder ob es generell um die Limousine ging. Ist ein 125 PS 2,4er genau. Da drin. Richtig. Der Motor in einem Omega überhaupt noch zu finden, ist ja Gold. Das war ein scheidender Fund. Das ist ein 89er Modell, ne? Und schon den Ende 20 gekauft vom alten Herr. Und das war halt das Auto, so wie es der Opa als letztes Auto damals gehabt, in derselben Farbe, selbe Ausstattung, alles drum dran. Nur der Opa hatte 2 Liter gehabt ja. Und schon das Klicker hatte 2,4er zu kriegen. Halt als Automatik. Kannst du dir denn vorstellen, wenn jemand anders den gefunden hätte, was damit passiert wäre? Das Typische. Ja. Ausschlachte und Motor. Ne? Genau. Das ist der Rennmotor überhaupt. Ne? Ja, Rennmotor, ja. So wie er jetzt da drin ist, nicht. Aber alle bauen natürlich auf den 2,4er auf. Ich bin mir ziemlich sicher, wenn man den Werdegang von 2,4er Omegas verfolgt, lohnt sich den zu schweißen, weil er Rost hatte oder weil irgendwas hatte? Oder kann ich den Motor für gutes Geld verkaufen? Es gab wahrscheinlich ohne Ende 2,4er Omegas, die geschlachtet wurden wegen dem Motor für C-Kadetten, Asconas oder was auch immer. Geil, wirklich. War rostfrei und hat 8000 Kilometer gehabt, wo ich eine Krit hatte. Das ist natürlich mega geil. Geleckt, ne? Und was mich jetzt interessiert, 125 PS, wir haben das mal gemessen in einem Ascona, da hatte der auch. Im Omega fühlt sich das, glaube ich, auch gar nicht schlecht an. Ne? Er zieht gut, aber ich schätze mit durch die Automatik so 110 PS. Ne? Ich probiere es mal, wie er gleich auskuppelt. Wir messen in dem letzten Gang auf jeden Fall und ich hoffe, dass er Serienleistung hat. Aber wie gesagt, durch die Automatik kann sein, dass es sich nicht perfekt messen lässt, aber das probieren wir jetzt. Das halte Sportauspuff noch drauf, aber sonst ist alles original. Ne? Sehr, ich finde es toll, dass das sowas noch existiert. Den messen wir jetzt erstmal. Das hättet ihr gerade von innen sehen müssen. Ich habe den im D-Gang gemessen, also in der letzten Fahrstufe. Das können wir vergessen. Ich war auf dem Tacho irgendwo hier unten in den Kontrollanzeigen drin. War bei 5.500 und auf dem Prüfstand bei 240 km/h, was der niemals schaffen würde. Und wir waren noch nicht ausgedreht. Wir müssen also in der dritten Fahrstufe messen. Und das Auskuppeln funktioniert auch sehr bescheiden. Oh, ich sehe aber hinten, sehe ich da Brutus mich angucken. Ne? Ja, da leuchtet was. Brutus ist das. Brutus? Steht drauf. Brutus macht Rums, ne? Diese Geschichte. Wer ist das da hinten in der Ecke? Kennst du den Vogel auch? In der Ecke? Andere Ecke. Andere Marco, Seite. Das ist Pikachu. Wer war denn nochmal Pikachu? Ein Pokémon, Marco. Hast du sowas gesammelt? Nein. Ich
auch nicht. Hat man Pokémons gesammelt? Die haben wir doch gejagt hier mit dem Spiel, wo man vor der Laterne gerannt ist und so. Pokémon Go, ja. Ah, da kennt sich ja doch jemand mit Sammeln aus. Ich kenne das, ja, aber... Hast du, komm sehr ehrlich, hast du einmal gemacht? Ich habe das mal gemacht, ja, aber nicht so wirklich aktiv. Aber haben wir gemacht. Ja, weil es alle gemacht haben. Ich habe nicht gemacht. Und dann was, wenn du hier reinkommst und da was riecht's hier? Wie so ein Duftbaum irgendwie. Ah, oh, ja. Das typische Geruch, wenn du mit einem Oldtimer einsteigst. Also ich verbinde alte Autos mit Vanillegeruch. Weiß ich, keine Ahnung. Für mich war das auch der Wunderbaum Vanille. Geil, dass der Motor noch hier drin ist. Ich mache euch hier mal die Funzel an, dass wir ein bisschen was sehen. Ich versuche ihn im dritten Gang zu messen. Ich habe hier auch mal die Schneeflockentaste gedrückt und gehofft, dass der dann nicht runterschaltet. Dritte Fahrstufe. So, und jetzt gehen wir mal Vollgas. Ah, das ist besser. Und trotzdem noch, guck mal, sehr lange übersetzt. Jetzt haben wir bis knapp 6000 gedreht und wir haben trotzdem noch bei 190 auf dem Tacho. Aber er ließ sich relativ gut messen, gut auskuppeln. Ich hoffe, dass das jetzt besser war, wie gerade der D-Gang bei 240 km/h im Omega auf dem Prüfstand. Ich vermute, dass das Auto ein angegebenes Topspeed von 187, 2,4er als mit 8 Ventilerkopf, locker eine 2 vorne. Hatten wir nicht mal dieses silberne C-Coupé? War das der Motor? Hm, vom Grundprinzip ja. Ah, geil. Es ist ein 2,4 Liter CIH. Das Wort CIH ist halt die Bauform des Motors. Und wie gesagt, im Omega war der Motor drin, der 2,4er und im Frontera. Kennst du dieses Geräusch noch? Kann ich mich an alten Sony-Radios immer erinnern. Nee. Wenn das ausgegangen ist, hat das immer das Geräusch gemacht. Okay. War auch schön, dass wir darüber gesprochen haben. Ja. Wer ist hier? Der heilige Christophorus. Nein, das ist der Patron der Schutzreisenden. Ja, genau der. Wie heißt es denn richtig, richtig, richtig? Marco. Der Schutzpatron der Reisenden. Ach, das ist Quatsch. Jetzt müssen wir uns das Diagramm mal eben passend machen. Wir haben den noch höher gedreht. Guck mal, wie wild das Diagramm aussieht. Mhm. Ungeschönt kommt das so aus dem Rechner. Und wir müssen jetzt hier hinten das ein klein wenig abschneiden. Oh, ist gar nicht viel, wo der Wandler so rummetzelt. Hoffentlich kriegen wir ein schönes Ergebnis. Ja, kriegen wir. Kriegen wir hin. Gut. Sehr gut. Motor, CIH würde ich sagen, Leistung bestätigt. Wir haben den Motor drin gelassen. Wir haben nur noch mal reingeguckt, ob er auch wirklich drin ist. Nein, Motor läuft gut, auch in der Automatik. Ich habe ihn gerade versucht, in dem D-Gang zu messen, im letzten Gang. Ich weiß nicht, ob du die Geschwindigkeit gesehen hast. Also er könnte technisch gesehen bei 5700 Umdrehungen war ich 240 km/h fahren. Die wird er aber wahrscheinlich nicht schaffen. Weißt du das angegebene Höchstgeschwindigkeit von dem Auto? Also in 190. Wo hast du denn 187? 187 hast du gesagt, ja. Cool, da bin ich ja gar nicht schlecht. Und Leistung hat ein Auto knapp 122 PS und 170 Newtonmeter. Automatik, ne? Ja, ließ sich, wie gesagt, das hieß ja auch, mit dem Wandler so ein bisschen bescheiden messen, aber es ging und er läuft echt Bombe. Super, danke schön. Und ich glaube, ganz viele Leute sind stolz drauf, dass du ihn gerettet hast und auch so gelassen hast. Und ganz viele werden jetzt sagen, Mensch, ruf nicht vielleicht an und sagen, ich brauche den Motor, der läuft noch gut, Serienleistung, perfekt im Kadett. Unser Ralf hat das Auto schon gesehen, sagt er, und Omega. Dann habe ich nur gesagt, ist aber ein 2,4er, 125 PS. Er ist ja nun mal da drin geboren, aber Kadettfahrer und Ascona-Fahrer sagen sich, aber er muss woanders geboren werden. Aber ich finde es cool, dass du ihn zusammengelassen hast. Danke für deine Zeit. Ich habe noch Kleinigkeit. Ein 2,4er Motor? Eine kleine Domstäbe für einen Polo. Polo 6N. Alte, ja. Cool, komm erstmal bei uns ins Museum. Hm? 6N ist ja noch kein Oldtimer. Fast, ne? Ja, ein Youngtimer. Dankeschön. Bitteschön. So, Escort hatten wir gerade, die sechste Serie oder sechste Plus-Serie. Jetzt haben wir einen Focus der ersten Generation, also der direkte Nachfolger vom Escort. Hier sind schon diese CTEC-Motoren, glaube ich, teilweise 1,8 Liter oder 1,6 Liter gab es ja auch. Ich glaube, sogar gab es 1,4 Liter. Aber hier ist, glaube ich, ein 1,8er mit 125 PS. Was für Motor steckt hier drin, sagst du? 1,8er mit 115 PS. 115. Magst du ein bisschen was zu deinem Auto erzählen? Ja, habe ich hier aus Dortmund von einem älteren Herrn gekauft, mit 100.000 Kilometern damals. Jetzt ist er frisch eingefahren mit 200.000. Kriegt alle 10.000 von mir Ölwechsel, frische Zündkerzen ab und zu, alle 20.000 dann. Gibt es Ölverbrauch oder sowas? Gar nichts. Fahrleistung zufriedenstellend? Wie gesagt, ich habe vorher Fiesta, ich habe noch ein MK4 Escort Cabrio. Die verbrauchen alle kein Öl.
Gut, das ist ja schon mal ein gutes Zeichen. Ansonsten hast du wahrscheinlich ein bisschen was verändert. Fahrwerk, Räder, Rückleuchten sehe ich. Nur die Räder und Rückleuchten. Das ist mein Alltagsauto. Damit fahre ich auf Baustelle, einkaufen, in Urlaub. Nordschleife hat er auch schon gesehen. Also wirklich ist volles Daily-Fahrzeug, wo du jeden Tag mit unterwegs bist. Ja. Von der Fahrleistung her, meinst du, er hat seine 115 PS? Ich bin voll zufrieden. Also ein Kumpel von mir fährt einen Audi A3 erste Generation, 1,8er Turbo mit 150 PS. Ich komme da locker hinterher, komischerweise. Also seiner wird wahrscheinlich nicht die Leistung haben, aber... Dann wollen wir jetzt mal sagen, gucken wir, was wir an Leistung haben. Als allererstes müssen wir jetzt mit Warmlauf machen. Mal gucken, welche Lampe hier noch an ist. Siehst du die Batteriekontrollleuchte? Mhm. Ganz eigenartiges Prinzip. Das ESP hat trotz geregelt, trotz dass ich das ausgeschaltet habe. Wir haben gerade schon geguckt, der Keilriemen liegt nicht am Boden. Ich mache den jetzt mal an, starte den neu. Batterielampe geht aus. Das ist jetzt ein geiles Phänomen. Ich zeige euch das jetzt. ESP-Lampe, also dieses Anti-Schlupfregelung bei dem Falle bei dem Auto, ist aus. Ja. Aber das ESP hat gerade trotzdem eingegriffen. Ich gucke mal, ob er es jetzt auch macht. Ich mache mal ein bisschen Licht an. Wir sind jetzt eh im Warmlauf. Da, gut, geht Batterielampe an. Hm. Warum auch immer. Aber ich merke, er gibt die Leistung frei. Das heißt, wir können wieder runterbremsen. Er hat gerade trotzdem noch volles Rohr eingeregelt, da habe ich einfach weiter drauf gehalten. Ich kenne das vom Fokus her, da musste man einfach Gas geben ohne Kupplung und irgendwann geht das ESP dann raus. Aber in dem Fall geht die Batterielampe an. Da kriegt man erstmal Panik, weil über den Keilriemen läuft natürlich auch die Wasserpumpe bei vielen Fahrzeugen mit. Und dann wäre ja Wasserpumpe außer Gefecht, das wäre nicht cool. So, wir beginnen die Messung bei knapp über Leerlaufdrehzahl, Vollgas. Knapp 6,5 und lassen die jetzt austouren. Aber da kannst du dir vorstellen, da kriegt man schon mal erstmal Panik, da gehen Lampen an. Und da sind wir beim Thema neuere Autos. Das ist ja jetzt schon etwas neueres Auto, ist ja ein Youngtimer. Die ganze Elektronik, habe ich gar keinen Bock drauf, dass das einregelt. Bei dem neuen Prüfstand, voll geil, wenn wir so ein Auto haben, was ESP hat, können wir den Prüfstand so einkuppeln, dass wir die Vorderräder drehen, wir die Hinterräder mit in die Rolle stellen, ihm sagen, dass die Vorderräder die hinteren Räder samt eines Riemens antreiben und der Wagen denkt, er wäre auf einer Straße. Weil er muss ja die Kraft von vorne das ganze Auto mitstören, treibt somit die hinteren Räder an. Und dann haben wir so Probleme wahrscheinlich nicht mehr. Seitdem bei den ganz neuesten Autos, die eine G-Krafterkennung haben und merken, dass das Auto zwar beschleunigt, aber der G-Kraftmesser nichts ermittelt. Genauso wie der Abstandstempomat oder wie das Ding da heißt, vorne diese Linse erkennt den Lüfter und schmeißt uns dann natürlich raus. Da kommen dann andere Probleme. Das sind dann bei Autos, die dann vielleicht 2-3 Jahre alt sind. Aber sowas hier ist in Zukunft auf Allradprüfstand kein Problem mehr. Nur zusätzlich müsste man bei dem die Hinterachse mit festbinden. Normalerweise können wir die Hinterachse so wie jetzt ja still stehen lassen. Aber es wäre eine Option, die gehen würde. So, 115 PS soll er haben und 160 Newtonmeter. Und guck mal, schaut beides leicht nach oben. Läuft aber sauber, hat ein bisschen mehr Drehmoment und hat ein bisschen mehr Leistung. Wo gehe ich lang? Ja, So gehe ich heute. Okay. Deine Elektronik muss ich gerade erstmal ein bisschen überlisten, weil dieses ESP lässt sich nicht komplett abschalten. Er hat das immer noch gemerkt. Und wenn du es dann einfach weiter förderst, geht einfach mal die Batteriekontrollleuchte an. Ah. Also mach dir keine Gedanken, wenn du es im Video siehst. Das mit der Batteriekontrollleuchte macht er aber ab und zu bei mir auch beim Fahren. Die geht an. Ich habe schon mal nachgemessen. Es funktioniert alles. Da mache ich einmal Zündung aus, Zündung an, ist wieder weg. Okay, dann ist der Fehler auch weg. Nicht weiter tragisch. Aber auf jeden Fall ging das ESP dann trotzdem nicht aus. Erst wo die ABS, die Batteriekontrollleuchte war. 115 PS, sagst du, hat er. Ne? 160 Newton. Streut ein bisschen nach oben. 122 PS und 165 Newtonmeter. 122 PS? Läuft ein Ticken besser. 200.000 Kilometer gelaufen. Das ist geil. Kilometerstand haben wir ja schon mal ein paar Mal drüber gesprochen. Das macht oft nicht viel aus, wenn die Motoren, wie du schon sagst. Prügel, deswegen. Und auch dieser Motor hat ja wieder keinen, oder der Drehzimmer hat keinen roten Bereich. Ich habe ihn mal bis 6,5 gedreht. Aber eigentlich kannst du bei 6 schalten, weil wenn du siehst, das letzte Stück. Ich schalte eigentlich so bei 5,5 bis 6 so immer. Da, so ist das perfekte Diagramm bis 6.000 gezeigt. Ja, geil. Läuft gut. Läuft wirklich gut. Wunderbar. Ich habe noch eine Kleinigkeit. Und zwar ist das von unserer Dorfbrauerei, die hat mit den Lübecker Werkstätten bei uns zusammen so ein Paket geschnürt. Das sind Menschen mit Behinderung bei uns. Und da gab es zum Jubiläum so eine Kleinigkeit mit Fassbrause. Da gucken wir doch mal rein, ne? Fassbrause klingt schon mal gut. Wo ich gerade bei Fassbrause. Ja. Das ist ja geil. Geil auch mit Glas. Ja, alles dabei. Flaschenöffner.
Hm, Sven? Ja. Du siehst dich schon trinken, ne? Da sehe ich mich das trinken. Das habe ich mir heute Morgen schon gedacht. Danke fürs Mitbringen. Kein Problem. Geil, ne? Mhm. Guck. Ui. 60 Jahre. Das schmeckt. Das schmeckt. BMW E34. Erinnert mich immer direkt an unseren M5, ne? Mhm. Findest du, die Videoreihe ist zu kurz gekommen? Ich wüsste jetzt nicht, wie man die noch verlängern sollte, ehrlich gesagt, weil das Auto ist an sich fertig. Das hast du schön gesagt. Ich habe oft ja gehört, dass wir manche Autos ein bisschen detaillierter drauf eingehen können. Auf dem M5 haben wir alles gemacht. Wir sind ihn auch Probe gefahren, wir haben ihn leistungsgemessen. Aber ich finde, wir können dann ja auch nicht nochmal so auf wirklich ins tiefere Detail gehen, weil das ist für mich so Content und Materialstrecken. Wir haben alles gezeigt, was wir gemacht haben. Das Auto ist fertig, ein fertiges Projekt. Und ihr habt ja auch in den Videoreihen vom Mutlu gesehen, da gibt es ja auch genug E34 Content zu sehen. Und in dem Falle fällt mir aber hier was sehr Spezielles auf. Zum Beispiel, hier würde ich fast sagen, hier sind drei Farben in einem. Siehst du das im Innenraum? Ja. Hellgrau, dunkleres Grau mit Schwarz. Und ich glaube, das ist doch, das ist schwarz Metallic. Und ein schwarzes Lenkrad. Ein top gepflegtes Modell. Und was mir hier als erstes richtig, richtig anlacht, sind die Felgen. Ja. Ist das Originalrad von einem M5 E34? Ich habe leider keine Abbildung mehr. Ich hatte einen delfingrauen 5er 525 der ersten Serie, auch tiefer, mit den Felgen. Und ich hatte den Stern schwarz. Und ich glaube, meine Farbe vom Auto war aber so wie dieser Stern hier. Mhm. Felge ist oberaffengeil. Könnte ich mir auf unseren M5 auch vorstellen. Wobei das Ronalrad, was wir jetzt drauf haben, diese 058, wie sie, glaube ich, heißt, Felge. Hier mal eine kleine Abbildung. Finde ich, steht dem Auto auch sehr gut. So sieht aber ein Bomben E34 auf. Ich habe gerade schon auf dem Zettel gelesen. Ohne Warnuss. Du hast mir aufgeschrieben, 525 ohne Warnuss. Ohne Warnuss, ja. Zwischen 90 und 92 gab es den 24V auch ohne Warnuss. Deshalb hat er quasi sein volles Drehmoment erst bei späterer Drehzahl. Er fühlt sich unter 4000, deshalb auch irgendwie Drehcher an wie der mit Warnuss. Aber obenaus sind sie leistungstechnisch eigentlich dann identisch. Also es ist ein 91er Baujahr. Ja, habe ich seit 2012. War beim Vorbesitzer eigentlich das Winterauto. Stand dann ein Dreivierteljahr im Freie rum. Dementsprechend hat er ausgesehen. Ich habe ihn dann damals lackmäßig in die Reihe wieder gebracht. Habe die ganze Technik überholt. War dann eigentlich ursprünglich als neues Alltagsauto für mich gedacht und wollte meinen dommerliche Dreier dann wegschaffe, dann war er mir für den Winter doch zu schad. Wie das dann so ist, dann fängt man auch Sachen noch zu rüsten und ja, irgendwann kam es dann dazu, dass er jetzt so aussieht mit alle möglichen M-Ausstattungen, Sitzausstattung geändert. Du hast sehr viel geändert. Geld investiert, habe ich schon gesehen. Ja, wie gesagt, 10 Jahre hat man viel Zeit und ja. Das Zustand von außen sieht wirklich göttlich aus. Dankeschön. Vorne die Spoilerlippe, ist das komplett M5 oder ist das nur ein Ansatz? Vorne ist die M-Technik-Stoßstange. Da ist die Spoilerlippe ein bisschen größer als beim M5. Die sind auch ein bisschen unterschiedlich. Aber es ist wirklich alles original BMW-Teile. Und Seitenschwelle-Heckstoßstange ist identisch mit M5. Dann habe ich gesehen, Tacho ist bis 300. Das ist aber, glaube ich, vom M5, ne? Ja, ist auch so ein bisschen ein Zwitter aus beidem. Ich habe einen M5-Tacho zerlegt und meinen Serientacho, weil der Drehzahlmesser geht nur bis 7. Mhm. Damit er eben noch zum Motor passt mit dem roten Bereich und allem und der Rest habe ich vom M5 übernommen und dann der Tacho eben umkodiert, damit es dann alles passt. Sehr geil. Ich finde Innenausstattung auch mit den drei Farben, schwarz, hellgrau, dunkelgrau, passt, fügt sich toll in dem Auto an zur Außenfarbe, tolles Auto. Leistungsmäßig, denkst du denn, dass da der ist ehrlich gesagt schwer einzuschätzen, weil er auch schwer ist. Mit ja, ca. 1,7 Tonnen hat er, denke ich. Also er ist nicht der schnellste, aber ich denke trotzdem, dass er zumindest 190 PS noch hat und vielleicht so 240 Newtonmeter. Die letzten Erfahrungen, die ich so hatte, waren immer, dass diese Fahrzeuge auch ihre Leistung haben und auch kaum nach unten strömen. Aber das gucken wir uns jetzt an. Mhm. Bei dem Auto übrigens merkt man Liebe zum Detail. Jedes Bauteil, wo ich hingucke, sei es Ausfahrlage, Stoßstange, Ecke oder überall, es sieht echt toll aus. Also wirklich, hier liebt jemand sein Auto, das spürst du auch bis aufs kleinste Detail. Ich finde es allein geil, den M5-Tacho. Ja, der Tacho ist M5, hat er ja gesagt. Auch das ist, glaube ich, die M-Version mit der Öltemperaturanzeige unten. Der Drehzahlmesser wiederum ist der vom Originalmotor. Also ist hier so ein bisschen gemischt. Voll geil, also wirklich toll. Auch kleine Details, wo man drauf achten kann, das kenne ich noch von deinem Motor, von meiner Motorshow und in Motorshow Essen konnte man das früher kaufen. Boah, das ist cool. Ja, das ist wirklich cool. Für ein Auto, was ein H-Kennzeichen hat, sprich über 30 Jahre alt ist, tolle Gimmicks. Bordcomputer,
Der große sogar, Sportsitze in Grau. Geiles Auto, gefällt mir gut. Lenkrad auch unten mit der grauen Naht und den M-Farben. Das kann schon was. Ist schon fast zu schade, das Auto eigentlich zu fahren. Ja. Die hellen Fußmann, da traut man sich ja kaum einzusteigen. Felgen sind auch zu schade, um irgendwie dreckig zu werden. Ist so. Aber ein Auto ist ein Fahrzeug, ja. Ist zum Fahren da. Und das fällt mir oft halt bei uns auf, wir müssen die Autos mal mehr fahren. Das ist halt einfach oft so. Aber wir haben ja schon so viel wie möglich Leute mit Autos unterwegs bei uns, mit Oldtimer. So, jetzt gehen wir um Tacho. Wir beginnen die Messung bei 13, 14 und Umdrehung und Vollgas. Er beschleunigt relativ gut hoch, aber er ist schon etwas zäher, das merkt man. Und jetzt merkt man definitiv, dass der Motor im oberen Drehzahlbereich deutlich agiler wird. Ist ein bisschen über 6,5 gedreht und er läuft echt toll. Kann ich nicht anders sagen. Also das, was ich spüre, das kann ich hier nur so sagen, was ich spüre, ist, dass die Optik zum Technikpaket hier perfekt passt. Jetzt gucken wir mal, ob die Leistung auch passt. Ich muss jetzt erst mal den Besitzer fragen. Das Auto sieht aus, ob es gerade aus einer Polierabteilung kommt. Guck mal, wie glänzend dieses Auto hier steht. Ja. Und auf dem Kennzeichen sehe ich eine bayerische Flagge, Fahne. Da muss ja ein paar Kilometer hierher gefahren sein. Mhm. Ich jetzt vom Sprechen her tatsächlich eher Hessen vermutet. Wir fragen gleich. Aber jetzt wollen wir erst mal gucken, passt Optik, Gefühl zum Diagramm. Und ich würde sagen, perfekt. So wie der Besitzer auch sagt, vom Gefühl her geht das bei 4,5 los und es spielt sich alles im oberen Drehzahlbereich ab. Und genau so ist es auch. Als erstes habe ich die Frage, wie viele Kilometer bist du bis hierher gefahren? Circa 300. Hast du ihn danach extrem nochmal geputzt? Hier draußen so ein bisschen Katzenwäsche, ja. Der sieht hier aus, also egal wo ich in welche Ecke ich gucke, einfach perfekt steril, sauber. Du liebst dieses Auto definitiv. Definitiv, ne? Ja. Das ist auch nicht dein Alltagsauto. Nein, nein. Ich habe nur einen E46 316 als Alltagsauto, der wiederum auch nur mein erstes Auto ist. Und den habe ich auch schon 10 Jahren. Also ich habe beide Autos, die ich mir im Leben gekauft habe, besitze ich beide noch. Und ja, der macht mir immer noch Spaß. Es gibt immer noch was zu tun, immer noch Sachen, wo ich Bock drauf habe, trotzdem mache. Wird er mich hoffentlich auf ewig begleiten. Ich finde es cool, dass du so kleine Sachen wie den Tacho, Drehzahlmesser, also dass du wirklich was gemischt hast und es so ein bisschen nach M5 aussieht. Es ist aber keiner. Wirklich toll. Leistungsmäßig 192 PS. Leistung liegt oben rum an, hast du ja gesagt, vermutest du. Genau. Was ich noch vergessen habe zu erwähnen, der hat so einen Conny-Chip drin. Deshalb ach, die Drehzahlbegrenzer erst bei 7000. Normal haben die bei 6,5 der Begrenzer. Vom Gefühl her muss ich aber sagen, der fühlt sich ein bisschen ungleichmäßig beim Durchzug an, bei Vollgas. Weiß nicht, ob das an dem Chip liegt oder ob irgendwas anderes noch ist. Guck mal, wir zeigen das Diagramm mal so. Ungleichmäßiges Beschleunigen, sagt er. Mhm. Ja, aber nur bei Volllast eigentlich. Knapp drunter ist eigentlich alles gut. Ich denke, das kommt vom Chip. Irgendwie ist der zu fett oder so oben raus, ich weiß es nicht. Du hast wirklich ein gutes Popometer. Wir haben ja untenrum Gas gegeben und da siehst du diese Wellen. Das ist so ein bisschen unruhig. 195, fast 196 PS. 240 Newtonmeter im oberen Drehzahlbereich zur Drehzahlerweiterung wiederum. Mhm. Da sage ich dir, bei 6,5 habe ich schon aufgehört und ich würde ihn auch gar nicht höher drehen, weil es bringt nichts, das quillt nur den Motor. Man spürt es auch, dass er irgendwie wieder nachlässt. Das Ähnlichste ist beim Schalter dann der nächste Gang, dass man ein bisschen bessere Drehzahl hat, wenn man vorher höher gedreht hat. Aber ansonsten, man spürt schon ab 6,3, 6,4. Genau, da geht es bergab. Dann geht es wieder bergab, genau. Perfekt. Ja. Ich danke dir fürs Herkommen, fürs zweite Auto und Zustand wieder toll. Danke euch nochmal und gute Heimfahrt. Jawohl, Dankeschön. Ciao. Unter 100 PS brauche ich ihn ja nicht festschneiden. Ja. Der Jakob hat das früher wirklich so gemacht. Wenn die Autos unter 100 PS haben, hat er nachher, wie Jan schon gesagt hat, die Autos gar nicht festgebunden. Der Handbremse, papplapapp, dann mache ich so. Weil das Festbinden sich sparen. In dem Falle merkt man, der Cabrio hat unten so eine Zusatzversteifung, sage ich mal, weil das Dach ja fehlt. Und diese Versteifung liegt jetzt schon auf der Buckelkante des Prüfstands auf. Mhm. Und somit sitzt der schon recht stramm in der Rolle. In dem Falle könnte man es wirklich versuchen, so zu messen. Werden wir natürlich nicht machen. Der Jan bindet, ihr hört ihn gerade fest. Liegt daran, wie gesagt, erstmal sind kleine Reifen drauf. Und ich weiß nicht, ob man es aufgefangen bekommt. Du hast unten drunter, siehst du, dass das jetzt ganz leicht aufliegt, weil der Reifen natürlich hier in der Versenkung verschwindet und gleichzeitig ist das Fahrzeug tiefer gelegt. Ich bin mal gespannt, beim neuen Prüfstand wissen wir ja, der ist einen kleinen Ticken höher. Wir werden ihn nochmal erwähnen, nicht in den Boden lassen, aber die Rampen sind länger und man kann sich was bauen, dass wenn der Wagen auf der Rampe steht, die hinten anheben kann, dass dieser Winkel dann weg ist. Also wird wirklich, ich sag euch, ich freue mich so riesig darauf. Ja, Gurbeins Cabrio. Eigentlich ein 1,6er GL, umgebaut auf 2H. 2H-Motor war im Golf 3, richtig? Nein, der war original. War im Cabrio drin? Ja, war er drin. Also 98 PS Maschine. Sollte haben, ja. Ist der komplett Serie, die Motorsteuerung? Nein.
die von 2. Also aus dem Golf 2 GTI. Ja, scharfe Nockenwelle, Fächerkrümmer. Und dann schauen wir mal, ob das was gebracht hat. Ja, denn du hattest ja jetzt schon in der letzten Zeit 2 Cabrios, 98. Wir haben schon in letzter Zeit 2, genau. Wir haben auch schon ganz, ganz viele gehabt, manche haben nach unten gestreut. Viele haben diesen Digifun-Spritz-Chip eingebaut. Ja. Es waren auch welche über 105 PS, 107 PS. Wir hatten schon wirklich alles dabei. Was mir bei dem Auto aber wirklich interessiert, ich habe gesehen, 4 elektrische Fenster, über die werden funktionieren. Ja. Da ist die Klimaanlagenzeichen drin. Hat der eine Klimaanlage? Ja. Die funktioniert? Nicht gefüllt. Ah, ist okay. Aber schon umgebaut auf 134A. Das ist, glaube ich, aus dem US-Modell, vermute ich dann. Ne? Ich glaube, extrem selten, glaube ich, im 1er Golf. Ne? Definitiv. Ich habe es jetzt noch keine Zeit gefunden oder beziehungsweise jemanden gefunden, der mir das machen würde. Ja. Ach, da wird sich hier mit Sicherheit jemand finden. Wirst du jetzt hier in den Kommentar lesen, komm vorbei, ich mache dir die voll. Alles klar. Das wird es mit Sicherheit geben. Na? Also, finde ich voll geil. 1er Golf, Klimaanlage im Cabrio, völlig geil. Ja. Leistungsmäßig, sagst du, ist ein bisschen was dran gemacht. Über, denkst du, unter 110 oder über 110? Was wäre dein Ziel? Ja, mein Ziel? Über. Aber ich denke nicht. Er hat das Langgetriebe drin, das 4T. Also obenrum spielt ein bisschen. Wie hoch kann ich den drehen? Ich denke über 6. Ich guck's mal einfach an, wie er sich anfühlt. Definitiv. Also da bist du der Erfahrene. Du weißt dann schon, oh, wir lassen das oder ja, gib ihm richtig. Perfekt, das machen wir jetzt. Ich halte dich nicht länger auf die Folter. Alles klar, Dankeschön. Was mir als erstes auffällt, hatte ich ja gezeigt, Klimaanlage hier, ist ja nicht gefüllt, elektrische Fensterheber hier, erinnert mich so ein bisschen an Corrado-Schalter, aber achte mal drauf, wie schnell die Fensterheber gehen, guck mal aufs Fenster, das Turbo. Oha. Junge, so schnell habe ich noch nie ein Fenster hoch und runter gehen sehen. Wirklich cool, also immer wieder interessante Umbauten. Das habe ich auch noch nie so gesehen. Das ist eigentlich ein VIO-Ausschnitt, wo ein VIO-Rundenzwein drin ist. Und hier wurde der Spiegelschalter drin versetzt für die elektrischen. Tatsächlich, elektrisch verstellbare Spiegel und das funktioniert. Ausstattung, alle X'e gemacht beim Cabrio, die es gar nicht gab, glaube ich, oder selten gab. Nachteilhaft bei diesem Fahrzeug finde ich die Getriebeübersetzung. Er hat ja gesagt, dass ein langes Getriebe drin ist. Wir machen den 4. Gang rein und beginnen die Messung auch hier bei knapp über Leerlaufdrehzahl. Ist bereit? Mhm. Vollgas. So, jetzt guck mal, was mit Tacho und Drehzahlmesser passiert. So, Drehzahl haben wir ja gehört, so wie ich das anfühle und er dreht auch bis oben hin. Aber guck mal, wie lang der in einem Gang drin ist. Ja. Das heißt, der Drehzahlbegrenzer und bis dahin hat der auch Schub. Und am Tacho waren wir bei 220 und echte waren es knapp über 190. Und jetzt sehe ich, der Tacho ist bei 180 und wir sind bei 158. Also Tacho lügt schon mal gute 20 km/h. Liegt natürlich an den zu kleinen Reifen und sowas. Rollumfang, damit hat das alles zu tun. Aber generell fände ich das Getriebe mit, ich sag mal, verhältnismäßig normaler Leistung. Also heutzutage sind ja 110, 120, 130 PS nichts Besonderes mehr. Würde ich das Getriebe wieder kürzer übersetzen. Weil wenn du jetzt noch einen 5. einlegst, wird das Teil ja auf dem Tacho wahrscheinlich 270 fahren und echte 230 wahrscheinlich, 220. Aber das schafft er nicht. Und willst du, glaube ich, auch nicht mit dem Cabrio. Deswegen, glaube ich, würde der mehr Spaß machen mit einem kürzeren Getriebe, denke ich. Weil der Besitzer wird sich da was bei gedacht haben, warum so ein langes Getriebe hier drin ist. Jetzt schauen wir uns erstmal Leistung an. Sven, ich hatte gerade richtig Angst um dich. Ja. Das sah komisch aus. Hast du gezittert dabei? Und dann sagt er mir, es war ein Anfall von Müdigkeit. Hast du das dann lange gemacht? Nein. Hast du Fernsehen lange geguckt? Nein. Du sollst früh ins Bett gehen, dass du morgens so ausgeschlafen bist. Weißt du doch. Ja? Immer. Aber warum warst du dann so müde jetzt, einen Anfall bekommen? Weißt du, das kann passieren, Marco. Das ist, wir müssen essen. Pause machen. Richtig. So, zurück zum Thema, dass wir hier mal gucken, was wir an Leistung haben. Guck mal. Gut, ne? Jo. Habe ich nicht die Zahl gesagt? Das war die magische Grenze, hattest du gesagt, ja. 10. Haben wir erreicht, ne? Perfekt getroffen. Du guckst sehr erwartungsvoll, komm ruhig zu mir. Was haben wir gesagt, was wäre so die Grenze, wo geil wäre? Über 100. Was habe ich gesagt, wo ich will hintendieren, über was? 110. 110,2. Ehrlich? Ja, geil. 153 Newtonmeter. Ja. Läuft sauber hoch, wie du schon sagtest, aber das Getriebe ist sehr, sehr lang übersetzt. Ja. Ne? Hast du dich bewusst dafür entschieden, so ein langes einzubauen? Ja, schon. Warum hast du für so ein langes Getriebe entschieden? Ich habe gesehen, du kommst aus Halle. Ja, so sieht's aus. Dann 460 Kilometer. Komm,
zu meinem Freund gerne nach Soling zum Schrauben. Mhm. Hier in der Schraubenhalle in Soling. Und ja, habe gesagt, ich brauche ein langes Getriebe, das halt eben auch schön gemütlich schneller fahren kann. Dieses permanente untenrum schalten. Okay, du bist halt also schaltfaul und möchtest nicht viel schalten, weil ich sag mal, Sportlichkeit wäre mit dem kurzen Getriebe mehr. Richtig, so sieht's aus. Das war ja vorher wahrscheinlich drin. Das Getriebe hast du ja, wenn du sagst, umgebaut, wenn du sogar einen Kämpfungsstamm alles weißt. Aber leistungsmäßig 110 PS, drehen bis zum Drehzahlbegrenzer, nämlich da hast du deine Leistung. Also du Mega. Musst den drehen, bis der Arzt kommt. Alles klar. Perfekt. Ich danke dir fürs Kommen und gerne. Viel Spaß noch mit dem Auto und gute Heimfahrt. Ne? Dankeschön. Ciao. Ciao. BMW E36, Cabriolet, unschwer zu erkennen. Ich meine, ich hätte einen 6-Zylinder gehört. Hast du was gehört? Ja, ich meine auch. 6-Zylinder, wir fragen. Was steckt unter der E36 unter der Haube? 320i. Der kleine 6-Zylinder. Der kleinste, genau. Mehrventiltechnik schon, also 150 PS, glaube ich. 150 PS, genau. Gibt es irgendwas, was du erzählen möchtest zu deinem Auto? Ist im Prinzip ganz witzig. Dank Corona sind wir eigentlich dran gekommen. So, wir hatten im Prinzip eine USA-Reise geplant vor 2 Jahren, die dann Corona zunichte gemacht hatten. Haben gesagt, was können wir eigentlich das Schönes machen anstatt dem Urlaub. Und dann durch Glück in einem Nachbarort den dann gefunden, sage ich jetzt mal, mit TÜV und allem. Und mehr oder weniger in dem Zustand, wie er jetzt ist. Und das ist eigentlich schon so die Geschichte dazu, sage ich jetzt mal. Bist du denn zufrieden mit den Fahrleistungen, die der Motor ergibt? Ja, weil wir das ja so ein bisschen zum Cruisen nehmen, sage ich jetzt mal, ist das okay. Der wird auch nicht so oft so hochgedreht. Also wird mir wahrscheinlich gleich wehtun, wenn der so hochgedreht wird hier. Da brauchst du dir ja eigentlich keine Gedanken machen. Aber ihr kommt ja zu einem Leistungsprüfstand, um eure Leistung zu messen. Da muss man natürlich auch die Autos hochdrehen. Ja, so. Ich habe das jetzt oft auch schon in den Kommentaren gelesen. Viele Leute sagen ja, die haben Angst um ihr Auto. Man weiß ja, man fährt zum Leistungsprüfstand. Das ist halt so das, was ich sage. Aber den Motoren tut es eigentlich nicht weh. Ja. Wenn alles ordentlich gewartet ist, alles in Ordnung ist, passiert da auch nichts. 150 PS soll er haben, wir gucken, ob er sie hat. Ich glaube, zu so Fahrzeugen, zu so Motoren haben wir schon oft genug was erzählt, Sven. Ja. Und es ist ja auch jetzt wieder sehr laut. 150 PS unten und tote Hose, meist scheuen sie leicht da unten. Krass, im ersten Moment sieht der Wagen echt top aus. Guck mal, aber die haben fangen jetzt auch schon. Wusste ich gar nicht, dass E36 da Rostprobleme haben. Wusste ich gar nicht. Ich dachte eigentlich, dass das eher so das Opel Gold ist. Oh, jetzt habe ich wieder was gesagt, ne? Jetzt habe ich wieder was gesagt. Aber leider ist das so. Man muss aber auch alte Volkswagen rosten. Auch alte Mercedes und alte BMWs rosten. Also alle Autos rosten. Aber ist mir jetzt gar nicht so bewusst gewesen, dass ein E36 rostanfällig ist. Leistungsmäßig? Komisch. Ja, beide diese Buckel, seht ihr das hier hinten? Mhm. Zweiten Test ist ein bisschen Drehmomentstärker. Aber zweimal hat er hinten so einen Buckel. Aber das, was ich vorher gesagt habe, ist auch so. Untenrum ist weniger los wie ab 4000 und liegen streuen leicht nach unten. Mhm. Haben wir schon ein paar gemessen davon. Ne? Das ist immer geil, wenn man, also man hat ja dann Erfahrung zu gewissen Autos. Das kann man schon fast so sagen, dass das, so wie beim 15er, wir sagen können, die haben so zwischen 119 PS und 127. Ja, liegt nahe der Serienleistung, knapp 150 PS, 175 Newtonmeter. Er macht oben raus, da wo ihr ihn wahrscheinlich nie hindrehen werdet, wenn ihr sagt, ab 6 bis 6,5, so mal seinen letzten Leistungsbuckel. Ich glaube, ich hoffe, ich sage nichts Falsches, dass das was mit der Warnos zu tun hat, wenn er denn eine hat. Ich weiß gar nicht, ob die alten Motoren das haben. Ich habe ja vorhin gehört, es gibt Motoren ohne. Auf jeden Fall macht der wieder einen leichten Buckel, läuft aber ganz normal. Super, und prima. Kann man sich nicht beklagen. Ihr seid, die habe ich gesehen mit dem zweiten BMW hier. Genau. Das ist deiner? Seiner. Deiner. Ja. Wie steht ihr zusammen? Was, eine Familie, gehe ich von aus? Genau. Cool. Und du hast einen größeren Motor mitgebracht. Aber in der kleineren. 323. Aber in der kleineren Karosse. Kleinere Karosse. Den holen wir jetzt. Ja. So wie ich es gerade gesagt habe, auch wieder E36 Bauform. Kompakt, sprich kleinere. Ich glaube, der Kompakt hat auch einen kürzeren Radstand wie die Limos, oder? Da fragst du mich was. Schreibt es mal in die Kommentare, ich weiß es nicht. Ich hätte gesagt, der Kompakt hat einen kürzeren Radstand. Kann ich euch aber nicht genau sagen, aber auf jeden Fall einen kürzeren Arsch, deswegen heißt er ja Kompakt. Mit der werksmäßig Top-Motorisierung 323i, 170 PS, rein 6-Zylinder. Ich hoffe, ich habe jetzt alles richtig gesagt. Wenn nicht, schreibt es einfach unten rein.
Wow. Fast ungerannt, ne? Ja. Weißt du, ob der kompakt einen kürzeren Radstand hat, wie zum Beispiel das Cabrio oder Coupé oder Limo? Ja, da bin ich mir gar nicht sicher. Ich meine, die müssten aber eigentlich gleich sein. Ich war mir jetzt nicht sicher, aber ich habe schon gefragt. Ich weiß auf jeden Fall, dass nur die Front bis halt zu den vorderen Türen ist halt Front gleich. Ich glaube, die sind da auch baugleich. Am einfachsten würde man, glaube ich, merken an Auspuffanlage, weil wenn zum Beispiel die Auspuffanlage beim Kompakten muss ja kürzer sein, weil der Arsch, der Überhang hinten wird, der muss ja kürzer sein. Wenn du jetzt eine Limousinenauspuffanlage drüber machst, müsst ihr innen rausstehen. Top-Motorisierung ist es auf jeden Fall, meine ich. 170 PS, genau. 2,3 Liter. Und bei dem Auto kann ich, glaube ich, sagen, so aus dem Gefühl streuen die mal alle nach oben. Weil so ein 523 oder sowas haben immer so 177, 178 PS gehabt. Was sagst du vom Gefühl her? Läuft der gut? Eigentlich schon. Also ich habe bis jetzt mal noch keine Probleme mit gehabt. Also auch beim Fahren jetzt über der Autobahn etwa. Eigentlich läuft der ganz gut. Bist du mit allem also zufrieden mit dem Auto? Perfekt. Jetzt war vielleicht mal ein bisschen manchmal gehasst wegen der Form, aber... Ich finde Kompakt cool. Habe ich schon mal gesagt, ich finde Kompakt gar nicht schlecht. Ist halt was anderes. Ja. Ja, ich würde sagen, dann... Muss man mögen. Wo ich gerade sagen, dann würde ich sagen, messen wir den mal jetzt. Der doch... Schon wieder ein Anfall vor Müdigkeit. Ich habe ihn gesehen. Was ist denn los? Hast du echt nicht lange geschlafen, mein Freund? Ich weiß es nicht. Ich bin heute Nacht einmal aufgewacht, aber das war es eigentlich schon. Hast du nicht gut geschlafen, mein Junge? Irgendwie, es geht. Hast du viel gegessen vielleicht abends noch? Hast du denn eine Pizza bestellt? Sogar zwei. Daran hat es gelegen, dass du nicht gut geschlafen hast. Eine Pizza, gleich zwei. Als allererstes möchte ich was erwähnen. Vielleicht kommt das oft so vor. Ich bin ja schon ein lockeres Typchen, würde ich sagen. Ne? Und gehe locker auf die Leute zu. Wenn ihr was zum Auto erzählen müsstet, schießt einfach los, wenn ihr einen Prüfstand habt, und legt los. Ich versuche euch ja schon zu helfen, indem ich Fragen stelle. Wirkt der auf mich so, als ob ich hier so durchhetze? Aber wenn ihr was zu eurem Auto erzählen wollt, wenn ihr hier einen Prüfstand zu mir habt, schießt einfach los, labert mich voll und überredet mich einfach. Muss Sven auch ganz oft machen, weil er mich nicht bremsen kann, ne? Ja. Aber ihr sollt ja was zu eurem Auto erzählen. Und ich kann ja nicht wissen, was ihr gemacht habt oder was ihr umgebaut habt. Was mir hier drin auffällt ist, ich weiß nicht, ob es das schwarz werksmäßig gab. So glaube ich nicht, nein. Aber es ist dann nach oben hin, wo ich auch dran scheitern würde, übrigens Schiebedachdeckel oder auch der Himmel hängt dann so ein bisschen durch. Der nicht beliebte Kompakt, wir hatten ja schon mal so geile Kompakts hier mit dem M-Motor, kannst du dich dran erinnern? Die wir auch gebogen haben aus Luxemburg. Ja. Sag ich dir ganz ehrlich, wenn ich das Wahl hätte, Cabrio, Coupé, Limo, Caravan, also Kombi, oder Kompakt, den Kombi würde ich als erstes nehmen und dann schon den Kompakt. Ich würde nicht das Coupé nehmen. Okay, krass. Aber genau das, warum? Weil das keiner haben will und dann finde ich es geil. Wenn was einer nicht haben will, finde ich das geil. Das sieht man oft auch an meinem Autogeschmack im Museum. Ja. Viele auch. Was sagst du da so? Ja. Ja, das. Da sieht schon Sachen bei, die man nicht so mag, ne? Ja, bestimmt. Aber das hast du öfter schon erwähnt, dass du einfach auf die Sachen stehst, die früher keiner haben wollte. Und immer noch öfter erwähnen werde. Ja. Auch wichtig und richtig. Wir gehen bei 1000 Drehungen im Vollgas, vierte Gang. Das finde ich so geil. Das kannst du nicht mit vielen Modellen machen, wo das so abgeht dann direkt. Da ist der Drehzahlbegrenzer. Und jetzt sehe ich so gerade den Tachostand. 333.000 Kilometer. Und wir jorgeln in ihrem Porsche alles, was geht. Und ihr seht, dem tut das auch nicht weh. Jetzt gucken wir uns das in die Leiste ran. Lost. Lost? Läuft. Was ist mit dir los heute, Sven? Freust du dich, dass das, hab ich übrigens gesagt, heute das letzte Auto, wir haben jetzt also gleich Feierabend. Ja. Aber das heißt nicht, du kannst schlafen gehen. Nee. Gehst du heute früher schlafen? Wahrscheinlich nicht. Habe ich mir gedacht. Gibt ja noch eine Menge zu tun. Ja. Videos schneiden zum Richtig. Beispiel. Und unseren neuen, der da ist, wir haben ja schon jemanden im Mediateam, der jetzt ein bisschen von dir angelernt wird, ne? Richtig. Richtig und wichtig. So, jetzt wollen wir mal gucken, was nach 333.000 Kilometern noch an Leistung da ist. Der streut nicht ganz so stark nach oben wie manch anderer 323 oder 523, weil es ist ja eigentlich nur ein 2,5 Liter Motor, soweit ich mich erinnere, der einfach hier oben gedrosselt wird. Das sieht man auch und dann siehst du, wird das einfach gerade gehalten, dass er ja nicht höher streut. Ich weiß gar nicht, was man ändern müsste, um auf diese 190 PS, glaube ich, dann zu kommen. Aber an sich läuft gut, perfekt. Ja, so ich es vermutet habe eigentlich, der streut ein bisschen nach oben, aber nicht so dolle, wie ich es mir eigentlich erhofft habe. Normalerweise haben die so 180 PS, was ist 173 PS und 230 Newtonmeter. Läuft wirklich gut. 333.000 Kilometer habe ich auch gesehen, hat er gelaufen. Wie lange hast du den davon schon?
Boah, den habe ich jetzt, was haben wir denn, ein halbes Jahr vielleicht? Nee, ein bisschen länger, oder? Fast ein Jahr schon. Über den Winter habe ich den auch schon gefahren. Über den Winter hast du den auch schon gefahren. Ist also dein Alltagsauto, wo du den nutzt. Bist du zufrieden denn an sich? Von der Substanz her schon, da ist halt noch ein bisschen Baustelle, muss noch was gemacht werden. Da wird Dachhimmel ein bisschen rost, die Kotflügel vorne ein bisschen neu. Ich hatte das gar nicht so auf dem Schirm, dass ein E36 so rostet. Nee, ich habe es gerade beim Cabrio schon gesehen. Jetzt beim Kompakt vorne habe ich es an den Kupplungen gesehen. Innenhimmel, das sind typische Probleme der alten Autos. Das ist ja nichts Neues. Dann wünsche ich dir auf jeden Fall noch viel Spaß mit deinem Auto. Komm gut nach Hause und viel Spaß noch beim Schrauben. Danke. So, das war's wieder mit dem Prüfstandstag. Gar nicht lange geredet. Du trinkst jetzt eine Limo und dann ab ins Bett ausgeschlafen zum nächsten Prüfstandstag. Ciao.